Die Tierseuche afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht. Das bestätigte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Nachgewiesen ist die Seuche bei einem Wildschweinkadaver in Brandenburg. Für Menschen ist die Infektionskrankheit ungefährlich. Schweinehalter fürchten jedoch mögliche Exportstopps und große wirtschaftliche Schäden. Der Kadaver wurde wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt im Spree-Neiße-Kreis gefunden, in der Gemeinde Schenken-Döbern. Und wir wollen schauen in die Region. Bildreporter Michael Sauerbier ist vor Ort. Seitdem ich gestern Nachmittag von dem Befund erfahren habe, habe ich meine Mitarbeiter an die Stelle geschickt und die haben alle notwendigen Maßnahmen vor Ort zur Sicherung der Reste des Kadavers und der Stelle vorgenommen. Die ist also abgesperrt jetzt und mit entsprechenden Desinfektionsmitteln ist die Stelle dann auch desinfiziert worden. Und hier gehört gerade auf einer Pressekonferenz der Landrat der betroffenen Region. Und vor Ort ist unser Bildreporter Michael Sauerbier. Er meldet sich aus der Region. Hier im Spree-Neiße-Kreis, im äußersten Südosten Brandenburgs, wurde Deutschlands erstes Wildschwein mit der Schweinepest entdeckt. Nur 7 Kilometer entfernt von diesem elektrischen Schweinepestschutzzaun, der seit Anfang des Jahres eigentlich das Eindringen der Seuche verhindern sollte. Am Rand eines abgeernteten Maisfelds bei Semten, so heißt der kleine Ort, wurde der Kadaver am Freitag entdeckt, am Montag den Behörden gemeldet und seit heute Morgen, Donnerstag, gibt es die offizielle Bestätigung des Bundeslabors in Greifswald. Seither hat der Landkreis eine Reihe von Schutzmaßnahmen eingerichtet, vor allem 3 Sperrkreise im Umfang von 3, 15 und 30 Kilometern vom Fundort, wo nun starke Beschränkungen gelten für Betreten, Ernte und Fleisch. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.